dann sind wir über die Tour gestolpert. Und ich fand, das klang sehr interessant und dadurch hat sie auch eine Möglichkeit, was anderes zu sehen, was ich ihr gar nicht bieten kann. So haben wir die Hauptstadt noch nie gesehen, so menschlich, so nah. Zwischen den imposanten Wahrzeichen öffnen waschechte Berliner ihre Türen und machen ihr Zuhause zum Museum. Sie geben ganz private Einblicke in ihr Leben, zeigen Alltag und Lifestyle. Diese neue Touristenattraktion kommt an. People say the Germany is a little cool and they don't speak with anyone. Es ist ja echt spannend, die Kultur nicht von außen, sondern von innen sozusagen kennenzulernen. Und dieser Mann hat Berlins erstes Zuhause-Museum erfunden. Sebastian ist professioneller Stadtführer und überzeugt von seinem Konzept. Das war wirklich mal Berliner in freier Wildbahn erlebt. Also Einheimische, wirklich so in ihrer natürlichen Umgebung. Die 6 bibbernden Touristinnen aus Russland, der Schweiz, Frankreich und Mexiko freuen sich schon auf Berlins neueste Touristenattraktion. 25 Euro zahlt jede und dafür gibt's echte Einblicke in Berliner Privatleben. Vom türkischen Paar bis zur hippen WG gibt es viel zu sehen. Die erste Location ist im Stadtteil Kreuzberg, bekannt für alternativen Lebensstil und Multikulti. Mein Name ist Kasim. Wir leben über 40 Jahre in Berlin. Also bis jetzt kein Problem. Alles okay. Toi, toi, toi. Unten Deutschlands berühmteste Würstchenbude. Oben leben Kasim und seine Frau Mürwit in einer typischen Kreuzberger Altbauwohnung. Also Curry 36 ist natürlich schon eine Berliner Attraktion. Unsere Attraktion heute ist aber eine Wohnung genau oben drüber. Und da gehen wir jetzt mal hin und schauen uns sie an. Zuerst geht es aber 2 Stockwerke hoch, ohne Aufzug, versteht sich. Jetzt sehen wir eine ganz typische Dreizimmerwohnung hier in Kreuzberg. Altbauwohnung, nicht allzu groß. Hier wohnt Kasim mit seiner Familie und ich werde mal klingeln. Guten Tag. Hallo Kasim. Herr Sebastian. Herzlich Hallo. Nicht falsch verstanden, aber bitte alle Schuhe rausmachen. Auf Socken läuft die Gruppe durch das Heim von Kasim und Mürwit. Das türkischstämmige Paar wohnt seit 15 Jahren über dem legendären Curry 36. In Berlin leben sie aber schon viel länger. Ich möchte euch hier Mürwit vorstellen, Kasims Frau. Und sie war schon vor ihm in Berlin. Sie war als allererste hier in Berlin. Sie hat als erstes angefangen zu arbeiten, 1972. Das hat ihr so gut gefallen, dass sie ihn irgendwann hinterhergeholt hat. In den letzten 40 Jahren zogen Kasim und Mürwit 3 Kinder groß und sind heute sogar stolze Großeltern. Autohändler Kasim steht Rede und Antwort. Ist es dann schwer, als Türke hier in Kreuzberg zu leben? Schlechte Leute gibt es überall, aber wenn schlechte Leute da, Türkei oder hier, ich mache mein Ohr so, mein Auge so. Die Tour durch insgesamt 3 Wohnungen gibt es online zu buchen. Und das inklusive türkischer Gastfreundschaft. Mit selbstgebackenem Börek und türkischem Tee verwöhnt Mürwit ihre Gäste. Mit diesem Rundum-Service wie bei Muttern hat niemand gerechnet. Ich fühle mich, als ob ich zur Familie gehöre. Auch Kasim fühlt sich pudelwohl als Touristenattraktion. Weiter geht die Reise durch die eigenen 4 Wände. Nächster Halt Prenzlauer Berg. Hier warten schon Aisha und Tochter Fenja auf das Reisetrüppchen. Naja, ein bisschen komisch schon, fremde Menschen in die Wohnung zu lassen. Aber auf der anderen Seite interessant, weil mich eigentlich auch interessiert, wie andere wohnen. Die 2. Wohnung der Tour öffnet sich. Hallo. Hallo. So, kommt in die Küche. Was riecht denn hier so köstlich nach Schokolade? Ihr seht schon, sie ist hier voll in Action. Wirklich ein Live-Museum. Vielleicht verrät sie uns ja, was sie da eigentlich macht. Ich backe die Cupcakes, weil ich damit meinen Lebensunterhalt bestreiten möchte. Mit ihrer Stardust-Manufaktur will Aisha richtig durchstarten. Für die Berlin-Touristen gibt es eine Kostprobe ihrer Cupcakes. Are you going to give cooking lessons? Ja, würde ich durchaus machen, klar. Es hat mir bis jetzt einen tiefen Einblick gegeben und also ich habe jetzt auch ein bisschen die Kulturen besser kennengelernt und auch wie die Menschen leben. Die Gastgeber erhalten übrigens eine kleine Provision. So auch Laura und Roy, eine hippe WG in Friedrichshain. Sie will Köchin werden, er legt Platten auf. Sind wir jetzt bei Roy und Laura im Wohnzimmer? Ihr seht schon, es ist alles sehr minimalistisch gehalten von der Einrichtung. Wenn ihr mal hinter euch geguckt habt, eine unverputzte Wand, noch wirklich im Rohzustand. Und es ist Absicht, also es ist eine Style-Überlegung. Nicht, dass die so arm sind, sich keine Tapeten leisten können.
Roy kommt aus Tel Aviv und lebt seit 5 Monaten in Berlin. Hier will er als DJ in der Clubszene durchstarten. Roy, successful gigs already? Did you have some bookings? Yeah, I had already few gigs. Let's say more than 5. Die Touristinnen sind begeistert und knipsen sich durch alle Räume. Sind sie gerade jetzt richtig hier in Action? Laura genießt als Koch-Azubi vor allem die günstigen Mieten in Berlin. Die Lebenshaltungskosten sind eigentlich relativ gering, genauso wie die Mieten, aber das zieht halt langsam an. Ein bisschen Menschenzoo, ein bisschen lebendiges Museum. Dieser Mix kommt bei allen gut an. Feels great. I would do it with love. It's really nice to have people here and to share what we're doing. Für heute schließt das Zuhause-Museum. Das Erlebnis, einfach zu sehen, wie andere Leute leben. Man hat nicht so eine Gelegenheit, einfach in fremde Leben einzugucken. 3,5 Millionen Menschen leben in Berlin. Es gibt also noch viel zu entdecken für Sebastian und sein Zuhause-Museum.